Namaste. Diese Sequenz ist eine etwa 10-minütige Powerflow-Sequenz. Viel Spaß beim Schwitzen. Wir beginnen am Anfang der Matte in Tadasana. Komm in einen etwa hüftbreiten Stand. Erde dich, schließ die Augen. Einatmen, bring deine Arme über die Seiten nach oben, Handinnenflächen berühren sich. Ausatmen, Hände vors Herz. Schenk dir drei tiefe Atemzüge hier. Ein, aus. Ein, aus. Ein letztes Mal tief ein, aus. Öffne deine Augen. Atme ein, bring deine Arme über vorn nach oben, werd lang. Ausatmen, tauch tief, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Rücken lang. Ausatmen, geh oder spring in die schiefe Ebene. Einatmen, Knie. Ausatmen, Brust und Kinn auf die Matte. Einatmen in die Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Beug und streck gern abwechselnd deine Beine hier. Komm an. Beweg deinen Kopf, ganz entspannter Nacken. Mach Ja-Ja-Ja, Nein-Nein-Nein-Bewegungen. Blubber gern deine Lippen einmal aus. Werd nun kleiner in den Bewegungen. Statischer, herabschauender Hund. Einatmen. Heb dein rechtes Bein nach hinten oben in die Luft. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen. Klapp auf. Werd lang. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Halte hier. Verlager dein Gewicht auf deine rechte Hand. Streck dein rechtes Bein nach links aus, heb deinen linken Arm nach oben in Richtung Decke. Starke Körpermitte. Du darfst gern dein rechtes Bein auf dem Boden ablegen. Noch ein tiefer Atemzug hier ein und aus. Setz deine linke Hand auf die Matte. Streck dich in den dreibeinigen Hund. Einatmen hier. Ausatmen rechtes Bein auf die Matte. Einatmen linkes Bein nach oben in die Luft. Dreibeiniger Hund. Ausatmen linkes Knie zum linken Ellenbogen. Einatmen klapp auf. Dreibeinig. Ausatmen, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Halte hier. Verlager dein Gewicht auf die linke Hand. Streck dein linkes Bein zur rechten Seite aus. Heb deinen rechten Arm in Richtung Decke nach oben. Blick folgt. Kannst gern deinen linken Fuß erden. Ein tiefer Atemzug hier ein. Und aus. Setz deine rechte Hand auf die Matte. Streck dein linkes Bein nach hinten oben in die Luft. Dreibeiniger Hund. Einatmen hier. Ausatmen, senken. Herabschauender Hund. Einatmen, roll nach vorn. Schiefe Ebene. Ausatmen, deine Wahl, entweder ganz oder halb. Über die Kobra oder den heraufschauenden Hund in den herabschauenden Hund zurück. Noch einmal so. Einatmen, heb dein rechtes Bein nach hinten oben in die Luft. Ausatmen, rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen, klapp auf. Ausatmen, rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Halte hier. Verlager dein Gewicht in die rechte Hand. Streck dein rechtes Bein nach links. Linker Arm zieht nach oben. Einatmen.
Ausatmen, senk die linke Hand wieder. Streck dein rechtes Bein nach hinten oben in die Luft. Dreibeiniger Hund. Ausatmen, roll nach vorn. Dreibeiniges Vinyasa. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein nach oben in die Luft, dreibeinig. Ausatmen, linkes Knie zum linken Ellenbogen. Einatmen, Klapp auf. Ausatmen, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Verlager dein Gewicht auf die linke Hand. Linkes Bein nach rechts ausgestreckt. Rechter Arm zieht nach oben. Einatmen und ausatmen, rechte Hand auf die Matte, linkes Bein nach hinten, dreibeiniger Hund. Einatmen hier, ausatmen, dreibeiniges Vinyasa, heraufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Ein tiefer Atemzug hier ein und durch den geöffneten Mund aus. Einatmen, beug die Knie, Blick geht nach vorn. Ausatmen, geh oder spring an den Anfang deiner Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge, Rücken lang. Ausatmen, komm in die ganze Vorbeuge. Einatmen, die Arme gehen über vorn nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Schließ die Augen, spür nach. Öffne die Augen, verlagere dein Gewicht auf den linken Fuß, greif mit deinen rechten Peace-Fingern deinen rechten großen Zeh. Uttanasana, Padangusthasana. Greif gern mit deiner linken Hand in deine Hüfte. Blick nach vorn, möglichst gerader Rücken. Einatmen hier. Aus. Noch einmal tief ein und aus. Atme tief ein und mit der nächsten Ausatmung beug dein linkes Bein, komm zum Sitzen. Wenn du im Sitzen bist, greif mit der linken Hand deine rechte Fußaußenseite. Streck deinen rechten Arm nach hinten. Twiste dich nach rechts auf. Der Blick geht über die rechte Hand nach hinten. Einatmen. Ausatmen. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach vorn. Greif mit beiden Händen deinen rechten Fuß. Spür die Dehnung in der rechten Beinrückseite. Roll dich mit rundem Rücken auf dem Boden ab, rutsch mit den Händen an deiner rechten Beinrückseite runter. Streck dein linkes Bein aus, zieh dein rechtes Bein zu dir heran. Dann heb dein linkes Bein ein paar Zentimeter von der Matte weg. Rechtes Bein bleibt schön senkrecht in der Luft. Fuß geflext, komm hoch, atme aus. Der Nabel zieht in Richtung rechtes Knie, linke Hand und rechte Hand in Fläche berühren sich und gehen an der rechten Oberschenkelaußenseite vorbei. Einatmen, leg dich ab. Ausatmen, komm noch einmal hoch. Einatmen, ablegen. Ein letztes Mal. Ausatmen, komm hoch. Und einatmen, leg dich ab. Greif beide Kniekehlen und roll nun entlang deiner Wirbelsäule von vorn nach hinten. Rock'n'Roll. Und hol Schwung, um in Utkatasana zu landen. Ausatmen, Tadasana. Verlager dein Gewicht auf deinen rechten Fuß. Greif mit der linken Hand deinen linken Zeh. Uttanasana, Padangusthasana. Gern die rechte Hand in die rechte Hüfte. Blick nach vorn, sei fokussiert. Einatmen hier. Aus. Noch einmal tief ein. Und aus. Noch einmal ein.
Mit der nächsten Ausatmung setz dich hin, beug dein rechtes Bein, greif mit der rechten Hand deine linken Fußaußenseite, twiste dich nach links, linker Arm zieht nach hinten, Arme in einer Linie, Blick über die linke Hand nach hinten. Einatmen, ausatmen. Einatmen, komm zurück in die Mitte, greif mit beiden Händen deinen linken Fuß, spür die Dehnung hier. Und ausatmen, rutsch mit deinen Händen deine linke Beinrückseite runter, komm mit runden Rücken zum Liegen. Rechtes Bein ausgestreckt. Zieh dein linkes Bein kurz einmal zu dir heran. Nun heb dein rechtes Bein ein paar Zentimeter von deiner Unterlage weg. Atme aus, heb dich hoch, Nabel zieht zum linken Knie. Beide Hände auf die Außenseite vom linken Oberschenkel. Einatmen, leg dich ab. Ausatmen, komm hoch. Einatmen, ablegen. Ausatmen, komm hoch. Einatmen, ablegen. Sehr gut. Greif deine Kniekehlen. Werd klein wie ein kleines Paket. Mach ein paar Kreise auf deinem unteren Rücken. Streck deine Arme zu den Seiten aus. Lass deine Knie nach rechts kippen. Der Blick geht nach links. Drei Atemzüge hier. Ein. Ausatmen. Eins. Ein. Ausatmen. Zwei. Ein. Ausatmen. Drei. Blick geht in Richtung Decke. Werd noch einmal klein. Zieh die Knie zu dir heran. Öffne deine Arme zu den Seiten. Die Knie nach links. Blick in Richtung rechte Hand. Drei Atemzüge hier. Liegender Twist. Ein. Ausatmen. Eins. Ein. Ausatmen. Zwei. Ein letztes Mal tief ein. Ausatmen. Drei. Zieh deine Knie noch einmal zu dir heran. Werd ganz klein. Stirn in Richtung Knie halten. Ausatmen. Leg dich ab. Shavasana. Genieße ein paar Sekunden der Ruhe, des Nichtstuns. Vertief deine Atemzüge wieder. Mach kleine Bewegungen mit Händen und Füßen. Regel und streck dich, werd lang. Und komm über eine Seite ins Sitzen, im gekreuzten Bein. Einatmen, bring deine Arme über die Seiten nach oben, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen hier, ausatmen, Stirn in Richtung Fingerspitzen, bedank dich bei dir selbst für diese kleine Power-Einheit. Doch ich bedanke mich bei dir. Namaste.